Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Wasteland Stories mit der Jorle, grüß dich. Hallo. Guten Tag. Ich nehme mal schnell den Stuff hier raus, würde ich sagen, das Brennmaterial. Ich nehme mal die Kohle raus. Nimm mal die Kohle raus. Das, was drin ist für den Fall, dass wir hier wieder spawnen und nichts haben. Genau, hier 50 Sekunden. Soll ich gleich was? Verrecken. 1300 Kohle? Was? Nee. Doch. Nee, hast du jetzt 1300 Kohle daraus gekriegt, oder was? Ja. Ey, es geht doch gar nicht. Das sind doch nur 500er Stacks. Ich habe einen Stack von... Ich teile den Stack mal. 600 und 676. Was ist denn das? Da war noch eben wesentlich weniger drin. Ja, Bug. Dann musst du das jetzt wegschmeißen. Hätte ich den Cheat-Modus auslassen sollen? Achso, hier deine Frames kannst du übrigens behalten. Da. Ja, die habe ich mitgenommen. Da, hier, da kullern sie noch. Da kullern sie. Na, dann lass es. Ja, ist egal. So, wir müssen jetzt erstmal abhauen und zwar andere zurück. Richtung, oder? Achso, da lang. Weiß nicht mehr, wo war denn... Das ist Norden. Norden war es sicher nicht. Komm, wir müssen Süden. Genau, dann einmal durchs Haus durch. Oh, 33 Grad. No! Unsere Temperatur... Bist du hinter mir? Sind, ja, das ist halt ein bisschen gestiegen jetzt in der Nacht. Ab so 3 Uhr, wie gesagt, wird es ein bisschen wärmer. Warte mal, ich gucke mal ganz schnell auf die Map. Schnell. Okay, die Richtung stimmt. Einfach nur geradeaus. Einfach Richtung Süd, Südost. In den Baumstümpfen ist manchmal Kleidung drin. Wenn du welche siehst, nimm sie mit. Ja, ja. Wie gesagt, die Baumstümpfe sind ganz gut. Wow, da ist ein fetter Zombie hinter dir gewesen. Ja. Hier ist noch einer, bitte. Nichts. Den kann man nicht looten. Den kann man looten. Ja, 31. Na, es ist so kalt. Okay, komm mal. Friere fest. Ich auch. Oh, scheiße, 27 ist nicht gut. 27? Ich habe wenigstens 31. Du musst sofort... Oh, oh. Nach Osten, ein Stück nach... Nee, doch nicht. Hier ist alles Eis. Ah. Nee, geh runter. Hier Osten. Ja, ich komme. Oh Gott, hier ist ein Bär. Ja, der verfolgt dich auch. Ja, ist ja super. Und ich habe keine Ausdauer. Nein, bitte nicht. Bitte. Du Kackbär. Ich habe ihn geschlagen. Komm, weiter. Weiter. Ja, dreh dich um und bekämpf den. Nee, wir werden ihn nicht schaffen, das ist das Problem. Weiß ich nicht, immer ins Gesicht. Das klappt auch mit... Bär! Oh, fuck. Vinias, jetzt bitte nicht sterben. Nee, ich probier's. Ich bin bei 28. Red blut ich? Um? Nein, ich blut nicht. Schieß immer. Muss rückwärts laufen. Oh Gott, Vinias. Oh, jetzt bin ich tot. Dein Ernst? Ja, was glaubst du denn, was ein Bär mit uns macht? Na, ich töte den jetzt. Ja, mach mal. Ich komme gleich wieder. Bomber Badron. Ah, du Arsch! Zumindest friere ich nicht mehr. Nein! Oh, ich hab. Ja, ich sag dir, der ist fast tot. Siehst du, ich habe auch die Kerzen mit nicht mitgenommen. Siehst du mal, das ist ja irgendwie. Ja, meine Güte. Oh Mann, oh. Na, bist du da? Ach so, weil wir den Rucksack... Oh. Du liegst. Steh mal, nee. Drück mal Steuerung. Ja, ich muss erstmal raus hier. Okay. Ja, Mann, falsche Richtung. Ah ne, richtig ist. Süden, nein. Oh. Bitte. Honig, immerhin. Naja, wenn wir mal... Klamotten. Ja, ich sag ja, Klamotten gibt's da relativ häufig. Ich hab Boots für dich. Boots are made for walking. Ja, gibt's. Ja, ich werf's hier hin. Da. Zack. Hä, wo bist du denn? Hinter dir. Rechts. Ja. Musst du dich gerade nochmal becken. Ich bin ja auch nackt. Ja, klar. Wir verlieren ja das, wenn wir sterben. Peinlich. Ah, im Schnee. Noch sind wir nicht ausgekühlt und die Sonne kommt über den Hügel. Boah, ist hell. Oh, hallo. Stahlfall. Doof. Mein Beinbruch ist weg, 10% Wellness. Der Bär hat was gefressen. Ich meine, eine Win-Win-Situation sozusagen. Das macht ihn jetzt aber leider nicht weniger aggressiv. Nee. Glaube ich. Ich denke mal. Also ich glaube, die paar Pfeile, die er in die Fresse gekriegt hat, fand er nicht so geil. So, hallo Frames. Können wir die Frames wieder einschalten? Kann ich meine Frames wieder haben? Die sind bestimmt noch im Rucksack. Musst du auch erstmal finden. Gibt's vielleicht im Baumstumpf. Guck mal danach.
Und? Oh, da bin ich vorbei. Da liegt er. Oha. Oha. Ich will den Baum schon haben. Ja, der geht nicht. Manchmal verarschen die einen. Schiete. Oh Gott, wie soll ich denn jetzt hier runter? Oh. Wow, ich hab... Ah, ich hab's geschafft. Diesen Abhang hier. Okay. Hallo, guten Tag. Erstmal wieder auf die Straße, oder? Hätte ich gesagt. Meinen Rucksack gefunden. Wir müssen weiter rechts. Ja, mehr Richtung gleich. Südosten. Ohne Momento. Ja. Erstmal wieder meine Sachen anziehen. Oh, die meisten sind kaputt. Glaube ich. Na gut, wenn er so ein Bär reinschlägt, ne? Oh, du die? Minias. Kann man so. Doch an. So, oh, fuck. Das. Kriegst du die? Nö, sie mich, aber. Die schlägt es auf den Stein ein. Jetzt umgefallen. Naja, okay. Dann ist sie tot. Hä, wieso schieße ich denn noch? Hast du deinen Sicherheitsschuss. Rucksack? Ja, ich hab komplett alles. Oh Mann, ey. Das war ja was. Und ich habe eine Fliegerbrille. Ist wichtig für den Schnee. Der hat uns der Bär mal ordentlich aus den Latschen gehauen hier. Ja, was willst du machen? Also ich meine, du kannst entweder versuchen wegzurennen, aber irgendwann ist deine Ausdauer weg und dann ist der Bär, sagt er, ja, aber man kriegt die doch ganz gut, die Bären. Also mit ein bisschen Feingefühl kriegt man die. Aber der hatte uns schon überrascht, da sind wir ja schon lange gerannt. Oh. Ziemlich dunkel hier, ne? Also für mich ist hell. Ja, es ist schon hell, aber bedeckt der Himmel für mich. Oh. Ne? Für dich nicht? Nö. Hast du immer noch diesen komischen Filter da drin? Ne, ich hab ihn off. Ich mach jetzt mal dark. Das sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ah, jetzt ist hell. Muss ich nur kurz schön, einmal dass tappen. Du da so rumschalten kannst. Ne, hier ist noch keine Sonne auf der Straße, da vorne erst. Ich hab zwei Shotguns. Wenn ihr es? So. Du auch noch haben? Also, ja, nimm du mal. Und ich muss einmal tappen. Also, wenn du die möchtest, gebe ich sie dir natürlich. Nein, ich brauchst du nicht. Nimm du so. Gut. Ich bin allein schon eine Waffe. Natürlich nur Spaß. Man benutzt in 7 Days die Waffen viel zu selten. Man muss das mal wieder einführen. Ja, man muss auch ein bisschen pazifistisch mal spielen. So, da links geht ein Weg ab, da gucken wir mal. Da. Da vorne auch wieder. Wie wir uns trollen, gell? Wenn wir dringend eine Hütte suchen, finden wir sie auf dem letzten Drücker und dann noch im Schneegebiet, sodass wir kurz im Verrecken sind. Nein! Oh, nein, ein Forgehaus! Vor allen Dingen richtig intakt ist. Ja, ja, die sind meistens intakt. Boah, sieht das gut aus. Forgehaus. Was wie lockt? Achso, stimmt, die Tür ist immer. Oh. Ja, wir können durch die Fenster gehen. Lass die Tür doch. Okay, Tür jetzt. Wir machen jetzt die Tür. Die Tür. Ja, cool. Das ist ein schickes Häuschen. Hier kann man erstmal bleiben. Jo. So, besonders die Forge. Ich mach uns eine Tür. Machst du uns eine Tür? Ich mach schon mal die Fenster. Zack, 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 zack. Und im Bookcase ist nichts. Oh. Das ist immer traurig. Ich freue mich immer so auf die Bookcases, aber ja. Ich muss mal Papier kurz auf den Boden werfen, nicht wundern. Kata, nein. Das Papier hebst du auf? Nimm mal nur die Bücher mit. Da. So, nächstes ist nämlich schon Beton, ne, bei den Wänden und so weiter. Ja, 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 das schon. Ich mach die Fenster aber trotzdem nochmal ein Stück weiter zu. Aber ich habe kein Holz mehr. Ich hab noch Holz. Wie sieht's denn oben aus? Ey, naja, hier muss man. Guck mal. Eine richtig schöne Hütte. Ja. Mit Balkon. Ist ja super. Bei der Balkon ist schon stark, ne? Okay, mach ich uns nochmal zwei Schlafsäcke, wa? Mhm. Kann so machen. Du könntest mal deinen Scrap in den Ofen hauen. Schon mal. Quatsch, dein Eisen, was ich dir da gegeben habe. Ich habe ja ein bisschen Kohle zum Runterbrennen. Ah, jetzt deckt er nicht mehr auf 500. Das ist echt ein Bug gewesen. Echt? So, ich hab einen funktioniert das nicht mehr? Willst du einen Schlafsack haben? Werf mal rein dein Eisen, was du da hast. Gut. Warte mal, erstmal werfe ich dir den Schlafsack hin, weil sonst. So, jetzt. Liegt neben dir. Ja, wieso hab ich denn jetzt dein komisches Paper da aufgesammelt? So, Eisen habe ich drin, Kohle 60. Ich hau mal ein bisschen Kohle rein, so. Wie gesagt, die Kohle, die ist wirklich dazu da, ne? Diesen Ofen zu befeuern.
Weil das auch alles so extrem lange dauert. Ja, jetzt ist ja ist komisch. Das für mehr braucht man das auch wirklich nicht. Demnächst so mal ein Sheet aus. So, die Hintertür ist abgeschlossen. Das ist gar nicht so schlecht, oder? Wie gehen wir ins Haus rein? Unten oder hinten die Treppe? Eigentlich müsste die Tür, die du hier gerade eingesetzt hast, müsste auch wieder raus. Müsste zu, oder? Müsste eigentlich komplett weg. Aber wie gehen wir raus und rein? Durch die Treppe oben, oder? Eigentlich durch irgendeine Leiter oder... Weiß okay. Auch nicht. Will mir erstmal die Aussicht angucken. Ach, guck mal. Eines Tages wird das alles dir gehören. Mit dem Zombie das da weite unten? Land. Mit den Zombies, ja, tut mir leid, das ist halt ein bisschen... Ja, das ist halt so. Wo kommt denn die Sonne? Wo ist denn... Hier kommt die Sonne, die kommt von da. Ups. Don't shuffle. Always, always the sun. Machst du wunderschön. Ja. Aber Serendipity darf ich nicht singen, deswegen nutze ich das bei dir aus. Echt? Mhm. Das heißt, mach ich mal ach, wieso muss ich denn dafür jetzt herhalten? Weil du mich nicht gleich hast, deswegen. So. Deine Frau liebt dich. Ja, ja, bestimmt. Ja, bestimmt. So, du besorgst Lehm, dann hole ich noch ein paar Steinchen. Nee, Holz brauchen wir für das Haus, um es zu verstärken. Willst du mal mein Holz haben? Ich habe hier noch 400 oder so. Ja, 300. Ich schlag noch ein bisschen Holz. Ich habe den einen Baum da schon angesoftet für dich. Welchen? Den gleich vor dem Haus. Ach, den schönen Baum vom Haus. Ja, baust einen neuen dahin. Aber voll die schöne Gegend hier, ne? Also ich finde, das Haus, wie es hier oben steht, so am Hügel. Stell dir mal vor, hier unten kommen unsere Felder hin. Hier so an den Hang. So richtig große, viele eingezäunt. Ja, so halt. Oh. Dass wir versorgt sind, ne? Soll ich dir helfen? Nö. Das war nur so, ach, der hält sich für wichtig. Alles gut. Und das ist der ehemalige Besitzer und sagt jetzt, ey! Also bei mir pöbel sind so ein bisschen. Besitzer mal Hubert. Ja, sag mal Hubert. Hubert? Hubert. Okay. Hubert. Alle Huberts fühlen jetzt nicht ja, so negativ bringen, ne? Ja, natürlich. Detlef ist auch ein Schöner. Gerade ist ein bisschen aufdringlich gerade. Ja, meiner oder deiner? Meiner. Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Den Großen lasse ich aber stehen. Der ist über Jahre gewachsen. Den Großen, den habe ich dir da schon angesoftet. Oh ja, das stimmt. Den ganz der Großen. Ist wirklich, ach, der ist wirklich schön. Ich repariere ihn wieder. Ich kann mir einen Baum auch nachlegen. Nee. Nein, Mephisto, nein. Wir spielen gegen die Zombies. Wir nicht spielen gerade nicht mit kleinen Katern. Ich hätte jetzt. Du hältst ihn jetzt hoffentlich in die Kamera. Nein. Ist ein bisschen schlecht, weil wenn ich hier am Spielen bin und der vor mir sitzt, kann ich im Livestream machen. Dann sitze ich so ein bisschen schief, aber für Let's Play. Sorry. No. Also hat er sein Kissen neben mir. Eigentlich hat er sein Aufnahmekissen. Nein, geh mal runter. Denn auch die Kitty Cam bei euch? Also man, wenn ihr die Kitty Cam anhabt? Ich habe ja keine Kitten Cam. Aber da liegen doch die Katzen auch immer irgendwo drauf. Ja. Also der Dippity hatte mal eine gemacht. Die hatte ihn auf der Lehne hatte die so ein Kissen. Hm? Aber müssen wir mal eine zweite Webcam besorgen, dann könnte ich auch eine Kitten Cam machen, ja. Aber das nützt ja nichts, wenn du unter dem Tisch steht und mounts. Nee, brauche ich noch eine Kamerakatze. Und ich mach so eine GoPro und am Rücken geschnallt. Oh, die haben Bäume! Alter, der Baum hat mich angegriffen. Der Baum hat dich an der. Natürlich hat er mich angegriffen, hast du das gesehen? Mhm, ja, klar. Wir machen uns ein bisschen den Hang frei für unsere Felder. Tut mir leid, Baum. Das ist übrigens jetzt auch das gleiche Haus, was wir im Let's Play haben. Ja? Ja. Ich finde das cool. Ich mag das Haus. Grünes Dach. Ja, ich mag es auch, unten. Aber jetzt haben wir das ja doppelt. Naja, bleibt nicht was aus. Was ist ne? das denn? Welches Haus gibt es denn da hinten? Also ich meine, es gibt ja, wenn dann maximal die Steinhäuser. Ich würde gerne mal mit dir zum Beispiel am Schlitten fahren. Jetzt ja. Nicht in der großen Stadt wohnen, sondern es gibt auch so kleinere Dörfer. An so einem Häuschen, da würde ich gerne mal mit dir wohnen. Naja, ich sag mal, für den ersten Step ist das hier gar nicht so schlecht, ne? Weil wir können jetzt ja, mal Eisen durchforschen, dann können wir auch natürlich. Tagesausflüge machen. Ja. Wenn man hier über das weite Land guckt. Vielleicht bauen wir uns ja nochmal irgendwo was auf, ja. Na, schauen wir mal. Der große Baum muss da bleiben, die kleinen müssen weg. Aber ist es... Ja gut. Wir müssten mal schauen wegen Wasser. Wasser, ja, das ist wichtig. Das wäre... In der Nachbarschaft ist ein Bär. Der ist direkt rechts. Okay. Den könnte du man, bleibst, wie gesagt, ich sehe im Augenwinkel da oben rechts. Ja, könnte man. Vielleicht ist es derselbe. Ah.
Na, erstmal das Haus absichern, dass man so mi-mi-mi-mi zurückrennen kann, weißt du, und sich verpissen ins Haus. Na super. Ja, komm jetzt hier, Stein, Schaufel. Wir brauchen was zu essen, wir müssen mal jagen, ne? Ja, da unten ist auch eine Sau, ich habe da schon ein Auge drauf geworfen. Ich habe hier noch Hundefutter. Ist auch nicht. Ja, habe ich auch mir gerade gegönnt. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Hunger? 60 Kilo. Ja, geht aber. Ich bin dann ganz gut dabei. Durch das einmal sterben geht es aber eigentlich wieder ganz gut. Der Beinbruch ist weg. Du musst aber das positiv sehen. Bär, du bleibst da. Genau. Immer positiv denken. So, Clay gleich rein da. Ich mag den neuen Landschaftsgenerator, muss ich echt sagen. Ich mag das. Also, ich habe jetzt erstmal zwei Kisten hier platziert. Upp, machen wir da noch auch eine hin. Upp, ist es ja noch Police. Ich sichere mal alles ab. Machen wir alles auf Maximum hier draußen. Die untere, neben dem Ofen, die untere machen wir Krankiste oder wie? Also für dich. Wir brauchen eine Müllkiste. Ja, für dich. Für den schnellen. Mal kurz. Dann können wir aussortieren. Wie sich das hier bildet. Okay. Ja. Sehr gut. Gut, dann die Seite ist noch neben der Tür. Von innen. Was ist hier hinten? Mann, hier gibt's ja auch gar nichts in dieser Bude. Nichts drin? Ein paar Gläser. Wir können mit Kohle mal ein paar Fackeln machen, oder? Dass wir drin Licht haben. Ja. Oh, da ist noch ein Eimer Wasser. Und wir müssen Spikes setzen. Ganz wichtig, aus Holz. Ja. Gerade im hinteren Bereich, dass sie die Treppe nicht hochkommen. Oh, ich habe eine Suppe gefunden. Eine Suppe. Eine Suppe. Hast du mal im Klo nachgeschaut? Im Klo kriegst du vielleicht maximal so ein Häufchen. Ich glaube, du hast gerade das Häufchen gefunden, oder? Kann das sein? Nein, alles gut. Ich muss jetzt leider den hinteren Bereich verstärken, die Wand, ne? Auch wenn damit die Optik des Ganzen... Boah! Ich wollte es mal ausprobieren. Es tut mir leid. Minions. Western Stories haben leider nur einen Mitspieler, ihr Lieben. Die andere ist verstorben. Mysteriöse Umstände. Was? Ja, wir wissen auch nicht, wie das passiert ist. So, wir müssen noch mehr Holz klappen, sonst haben wir ja keine Chance in der Nacht. Ich hab doch noch. Ja, mach mal Spikes. Machen wir auch schon mal Spike. Spike Lee. Mach erstmal einen Kämpfer her, wenn es dir recht ist. Ja, Kämpfer ist auch gut. Ja. Und Fackeln. Ja. Mach ja schon. Ich kann gleich außen auch mal eine ran, so zack. Aber ich hatte doch gerade den Sound, dass ich aufgestiegen bin. Ich könnte ja mal auf das Harvesten skillen. So, 10 Fackeln. Und wir haben schon. Oh ja. Forged Iron. 26 Forged Iron. Hau rein. 10 Punkte. Auf Mining? Soll ich auf Mining gehen oder soll ich auf das Scavenging? Scavenging ist eigentlich cool, weil man da auf. Sind schon auf Level 5. Wenn man nicht auf Level 10 ist, kann man den Quality Joe skillen. Und wenn du den Quality Joe geskillt hast, dann findest du echt geilen Stuff. Ja, ist auch so. Man sollte das versuchen, sofort zu erreichen. Also. College Joe. Aber schon war es wieder in Folge um. Wie cool. Zeit verfliegt, das ist ein gutes Zeichen. Ich hoffe, die Zuschauer haben sich unterhalten gefühlt da draußen. Ich hoffe es auch. Wer weiß. Wenn nicht, hören sie es ja gar nicht mehr, weil sie schon längst abgeschaltet haben bei jetzt fast 20 Minuten. Also sind ja eigentlich nur noch die da, denen es gefällt. Ja. Doch, richtig, oder? Also schreibt es in die Kommentare, wenn ihr noch da seid. Wenn ihr jetzt noch dran sein solltet, du. Wenn du jetzt noch da bist, ja. Schreib es in die Kommentare. Ja. Schreibst du. Ich schreib's war hier, 2015. Genau. Hab bis zum Ende geguckt. Genau, schreibt rein, hab bis zum Ende geguckt. Bis zum Ende durchgehalten. Dann wissen wir Bescheid. Ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns auch mit holzhackenden Geräuschen aus der Folge 3 des Neustarts. Wo wir im Let's Play sind, weiß ich gar nicht so genau.
Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und wir werden das Bike setzen und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.